Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Der Sport der Mixed Martial Arts hat im Laufe der Jahre zahlreiche Champions gesehen. Doch keiner war je so dominant wie Khabib Nurmagomedov. Mit einer Bilanz von 29 Siegen und 0 Niederlagen sitzt der Eagle an der Spitze des Sports als einer der größten Stars des Kampfsports. Wir alle wissen, wer Nurmagomedov ist und was er in seiner Karriere erreicht hat. Aber lasst uns einen Blick auf Nurmagomedovs Kindheit, seine Familie, einschließlich seines Vaters, seiner Geschwister, seiner Frau und seiner Kinder werfen. Das Video hier wird gesponsert von KDM Liquids, und Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr Probleme mit der Regeneration habt nach dem Training, wenn ihr dauerhafte Schmerzen vom Training habt oder Schlafprobleme, dann testet einmal CBD. Ich war selbst skeptisch, aber im Nachhinein wurde ich letztendlich davon überzeugt. Ich empfehle euch hierbei das CBD von KDM Liquids wegen der Qualität und des Preises. Darüber hinaus ist der Link zu der Seite von KDM Liquids bei mir in der Videobeschreibung, und dort findet ihr auch einen 30%igen Rabattcode. Überzeugt euch selbst. Hierzu kann ich auf jeden Fall nochmal anmerken, dass der Prozent Rabattcode letztendlich begrenzt ist, also schlagt auf jeden Fall zu. Nur eine gewisse Anzahl von Leuten kann diesen nutzen, und allgemein ist die Nachfrage auf das Produkt auch sehr, sehr hoch. Einer der gefürchtetsten Leichtgewichte aller Zeiten, Nurmagomedov, wurde in einem kleinen Dorf von Sildi in Tsumadinski geboren. Später zog seine Familie nach Kirovaul, wo sein Vater das Erdgeschoss ihres Hauses zu einem Trainingsraum umbaute. Das Interesse für den Kampf entstand im Herzen des jungen Khabib, als er andere Kinder mit seinem Vater trainieren sah. Nurmagomedov begann unter der meisterhaften Anleitung seines Vaters Abdulmanap Nurmagomedov, welcher ja im Jahr 2020 verstorben ist, mit herzlichem Beileid an ihn und die Familie, mit dem Ringertraining. Im Alter von 12 Jahren zog Nurmagomedov nach Makhachkala, der Hauptstadt von Dagestan. Er trainierte in seiner Jugend auch Judo und das traditionelle Sambo. Abdulmanap Nurmagomedov hat viele Kämpfer für den Kampfsport trainiert und darunter natürlich auch den UFC Leichtgewichtschampion. Er ist ein ehemaliger Armee-Veteran gewesen und ein Ehrentrainer Russlands, welcher der Jugend einen Ausweg aus der Gewalt gab und ihre Energie in den Kampfsport kanalisieren sollte. Abdulmanap Nurmagomedov brachte Khabib im Alter von 9 Jahren dazu, einen Bären zu ringen. Ihr alle kennt das Video, und offensichtlich hat sein hartes Training das hervorragende Ergebnis gezeigt, denn sein Sohn ist derzeit der beste Grappler in der UFC, beziehungsweise er steht auf jeden Fall im Raum für die Debatte. Und Leute, Abdulmanap Nurmagomedov hat wirklich den Weg für Khabib gezeichnet, und dieser ist ja leider verstorben. Insofern ist Khabibs Halt wirklich in dieser Hinsicht weggegangen. Das ist natürlich auch ein großer Grund, wieso er nicht mehr kämpfen wollte, aber natürlich auch die Weight Cuts und viele andere Gründe, falls ihr das noch nicht wisst. Khabibs Ehefrau Patimat wurde ebenfalls in Sildi geboren, dem gleichen Dorf, in dem auch Khabib geboren wurde. Sie ging sogar auf dieselbe Schule, wenn auch nur für ein Jahr. Ein junger Khabib fand seine Seelenverwandte in seiner Kindheit, als er sich mit Patimat anfreundete. Sie saßen sogar zusammen in der Schule. Allerdings zog Nurmagomedovs Familie nach Makhachkala, wo der junge Khabib seine Reise zum besten Kampfsportler beginnen sollte. Khabib hatte sich in der Welt des MMA dank seiner Dominanz im Oktagon bereits im Alter von 22 Jahren einen Namen gemacht. Damals beschloss Nurmagomedov, zurück nach Sildi zu gehen und Patimat als seine bessere Hälfte zu haben. Er schickte seine Eltern zu ihren Eltern, die über die Heirat sprechen sollten, und glücklicherweise wurde Patimat unter allen Mädchen, die als Frau für Khabib in Frage kamen, ausgewählt. Die Hochzeit zwischen Khabib und Patimat war luxuriös. Es war eine dagestanische Hochzeit, also waren alle eingeladen. Abgesehen davon war es der Lieblingssohn von Dagestan. Also war es keine Überraschung, dass mehr als 300 Leute bereit waren, an Nurmagomedovs Hochzeit teilzunehmen. Die Nurmagomedovs mieteten schließlich einen Raum für 1200 Gäste und wechselten dreimal durch, um alle hereinzulassen und Khabib und seiner Frau zu gratulieren. Khabibs Frau Patimat trug einen traditionellen langen und weißen blickdichten Schleier. So war ihr Gesicht am Hochzeitstag nicht zu sehen. Ihr Gesicht wurde nirgends enthüllt, da auch Nurmagomedov nie ein Bild von ihr geteilt hat oder sie auch in den sozialen Medien letztendlich zeigen wollte. Momentan hat Nurmagomedov zwei Kinder, ein Mädchen, das am 1. Juni 2015 geboren wurde, und einen Jungen, der am 30. Dezember 2017 zur Welt kam. Der Name der Tochter ist Fatema Nurmagomedov, und der Junge wurde nach Khabibs Urgroßvater Magomed Nurmagomedov benannt. Der MMA-Sport könnte in Zukunft einen weiteren Nurmagomedov haben, da der junge Magomed wahrscheinlich in die Fußstapfen seines Vaters treten wird. Im Gespräch darüber, ob sein Sohn das tun wird, hat Khabib selber gesagt: "Ich denke, das wird er. Als ich nach Hause kam, sah ich ihn auf meinem Gürtel schlafen. Ich nehme an, das ist ein gutes Zeichen. Er ist eingeschlafen und hat sich an meinem Gürtel festgehalten.
Obwohl er nicht einmal ein Jahr alt ist, glaube ich nicht, dass er versteht, was er da tut, aber es freut mich natürlich, sowas zu sehen. Aber ehrlich gesagt, ich möchte nicht, dass er all das durchmacht, was ich durchgemacht habe. Denn im Profisport sehen die meisten Leute nicht, was in ihnen vorgeht. Sie sehen nur ein Bild und letztendlich das, was außen passiert. Und sie sehen Videos, Kampfvorbereitungen, die etwa 40 Minuten lang sind. Sie sehen mein Walkout und meinen Kampf. Aber sie sehen nicht die 25 Jahre harte Arbeit, die ich durchgemacht habe, wie viele Operationen an meinem Knie, meinem Rücken und meinen Rippen ich hatte. Wie ich vor 1,5 bis 2 Jahren beim Weightcut fast gestorben bin. Die Leute sehen das alles nicht, sie sehen nur meine Performance im Octagon. Darüber hinaus sagt er auch, jeder hat eine gute Mutter. Sie sind das Wertvollste, was wir im Leben haben. Es ist wichtig, dass mein Vater das nicht sieht, hat er damals gesagt, als sein Vater noch gelebt hatte. Aber Mama kommt immer an erster Stelle, sagte Khabib. Ich habe nicht immer auf meine Mama gehört, aber das bereue ich jetzt. Jetzt höre ich mehr auf Mama als auf Papa, sagte Khabib. Und das hat er natürlich aus Liebe zu seiner Mutter gesagt. Khabib ist das Zweitgeborene von 3 Kindern und hat einen älteren Bruder namens Magomed Nurmagomedov, von dem man auch keine Bilder gesehen hat, und eine jüngere Schwester namens Amina. Aber nun hat Khabib natürlich auch mehrere Cousins, beziehungsweise viele Cousins, von denen wir wahrscheinlich auch nichts wissen, aber die, die im Vordergrund stehen und wo viele von euch auch immer wieder gesagt haben, das ist der Bruder von Khabib, ist das nicht der Bruder und so weiter und so fort. Leute, die Nurmagomedovs, die im MMA präsent sind, das sind dann, wenn Khabibs Cousins. Umar Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov, Abu Bakr Nurmagomedov, Islam Makhachev zum Beispiel ist auch Khabibs Cousin. Und diese Leute, diese Kämpfer sind alle auch sehr aufstrebend. Khabib Nurmagomedov hat sich ja nach dem Tod seines Vaters nun des Trainerdaseins gewidmet und möchte nun natürlich für seine Familie in Bezug auf Trainer da sein. Und das zeigt er auch, indem er diese ausbildet. Immer wieder kommen Videos, wo gezeigt wird, wie Khabib mit ihm trainiert und so weiter und so fort. Und Usman und Umar Nurmagomedov sind selber ungeschlagen. Umar Nurmagomedov hat sein UFC-Debüt gegeben und Usman Nurmagomedov wird bei Bellator sein Debüt geben. Und Umar und Usman sind sehr, sehr talentiert. Laut Khabibs Manager Ali Abdelaziz soll Usman Nurmagomedov ein besserer Khabib sein. Und auch laut dem Headcoach von Khabib, Javier Mendez, Umar Nurmagomedov hat ja sein UFC-Debüt gegeben und sah sehr, sehr dominant aus. Aber Usman werden wir auch bald auf der großen Bühne bei Bellator sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Das war so im Großen und Ganzen der Familienstammbaum von der Familie Nurmagomedov. In der UFC gibt es natürlich auch andere Dagestaner, die sehr bekannt sind und aufstrebend sind und natürlich auch den Titel in gewissen Divisionen anstreben. Zum Beispiel ein Magomed Ankalaev oder ein Sabit Magomedsharipov, welcher ja natürlich auch ein Fan-Favorite ist und viele Sabit kämpfen sehen wollen. Viele sehen ihn als Champion im Federgewicht, aber die Division ist sehr, sehr dick belegt und ordentlich belegt. Insofern hat Sabit es dort sehr, sehr hart, genauso wie Khabib es im Leichtgewicht hatte. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, aber lasst mich eure Meinung zu den ganzen Dagestanern gerne in den Kommentaren hören. Falls ihr was zu ergänzen habt oder etwas dazu beitragen wollt, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren hören. Sagt mir, was ihr über die Familie Nurmagomedov denkt. Und ansonsten, Leute, bin ich raus. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo natürlich. Ansonsten bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTime MMA.